So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. Beim letzten Mal haben wir hier die ersten Passwörter eingegeben, um in diesem riesigen Kreis aus ganz vielen Schließfächern irgendwie voranzukommen. Und ja, check it out! This once open for us now too. Ach echt. This movement, there can be no doubt. Did you notice something? This entire floor is a cylinder of a lock. What do you mean? Can you explain it a little more? The cylinder is a mechanism that judges if a key is a proper shape. If you use the correct key and all the discs align, the lock opens. Indeed. Now that you mention it, while the walls rotate, the path forward has remained facing the same way. So you're saying the whole floor is just one giant lock? That's right. All the smaller walls in here aren't important. There has to be an entire further in. An area further in, locked away by the room itself. And that's where the treasure's gotta be. Sweet, let's get going. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch schon tatsächlich erwartet. Nicht genau das, aber ja, wir wissen ja schon, dass in der Tasche hier drunter, ja, der Schatz halt ist. Und, naja, da kann ich mich hier nicht anschleichen wahrscheinlich, oder? Oder? Nee. Ah, another one of these jerks? What's it doing here? Look, behind it. Ja, das ist ein Passwortgedöns, genau. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir an. Ich habe alles immer voll geheilt, von daher sollte das jetzt nicht das Problem sein, hoffe ich. Ah, you must be the rats we've been hearing about. Well, Mr. Kaneshiro ordered me to absolutely not let anyone pass this point, except your death. Naja, am Arsch, ganz ehrlich. Ich mach dich vollkommen fertig. Was soll denn bist du gerade? Das sind eine Arme. Und hast zwei dabei, die dafür Arme haben, um mich schlagen. Vor allem, ich hasse diese Gegner. Die haben nämlich einfach ohne Scheiß keine einzige Schwäche. Was soll das sein? Ihr für welche? Warum habe ich euch noch nicht komplett identifiziert? Na egal, ach so ja, weil das irgendwelche Miniboss-Gegner sind, die so ähnlich aussehen, einfach nur, also genauso aussehen halt. Aber jedenfalls, generell, diese Gegner hier haben einfach keine Schwäche. Das ist kompletter Bullshit. Das heißt, man kann die nur umhauen, indem man einen kritischen Treffer landet, was halt glücksbasiert ist komplett. Und ja, keine Ahnung, was die halt für eine Schwäche haben. Naja, egal, probiere ich mal das hier aus. Rein damit. Okay, dagegen ist er resistent. Nicht gut. Wie wär's hiermit? Also die sind ja nur gegen physische Angriffe resistent, das heißt, solange sie irgendwas Magisches verwenden, ist es nicht so das Problem, aber naja. Gut, dann mal ein Eis-Aui. Okay, keine Ahnung, wogegen der anfällig ist, aber trotzdem haben wir alles durch. Dann würde ich sagen, schlage ich einfach mal deinen Angriff. Und du probierst gleich noch ein bisschen mehr aus. Und zwar als nächstes, wie wär's mit Wind? Ich habe aber nur einen Aoi-Angriff. Oder ist halt gegen gar nichts anfliegen, was damit, keine Ahnung. Ja, und du greifst an mit Ryla. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber mach's einfach. Okay, du stehst mit deinem Kopf zu anscheinend, sehr schön. Ah Gott. Dann mach mal das hier. Und weg ist er. Ja, war echt nicht so schwer. Aber habe ich auch nicht erwartet. Ich bin auch mittlerweile auf einem ziemlich guten Level. So langsam vielleicht sogar fast überlevelt, aber passt schon. Spätestens im nächsten Dungeon soll ich ja richtig Probleme bekommen, habe ich gehört, wie gesagt. Also mache ich mir trotzdem Sorgen, auch wenn ich ein bisschen überlevelt sein könnte. Naja, was weiß ich. Huh? This one doesn't have a password or anything. I guess that's why the shadow was protecting it. It doesn't seem to require any keys, but there are buttons on the left and right of the box. There must be a reason that thing was guarding it. Let's try and figure out why. Vielleicht, weil wir, ach so, wir sollten einen bestimmten Knopf davon drücken. Warte mal, mach mal gar nichts erstmal. Ich sollte mir das erstmal angucken auf der Karte oder so vielleicht. Und zwar, was möchte ich denn bewegen und wohin? Die ist jetzt die Frage. Ich würde mal sagen, nach rechts möchte ich es bewegen. Hoffe ich, dass es richtig ist. Also, ja, machen wir es einfach mal. Ich werde es ja gleich herausfinden. So, drück mal den rechten Knopf bitte. Geh mal weg. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie logisch, was ich gerade tue, aber oh, wenn nicht, passt das schon. Was tue ich hier gerade? Das war, glaube ich, richtig. Ich glaube schon. Ja. Ich war ein bisschen verwirrt. Okay, das hat mir gar nichts gebracht, irgendwie. Indeed. Das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Oh nein, sag mir nicht, ich muss hier ein krasses Schieberätsel oder sowas lösen. Mit Hilfe dieser Knöpfe. Joker. Okay, dann drück nochmal. Und den anderen Knopf jetzt halt.
Ah, okay, ja, es ergibt Sinn. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Schalter. Ah, ich verstehe alles, ja, ich habe es schon verstanden. Gut, see. jetzt drück mal. Warum darf ich gar nichts auswählen? Ach so, du kannst so beide drücken oder was? Okay, verwirr mich gerade ein bisschen warum, aber hey. Ich hätte das nämlich jetzt sowieso nach rechts gedreht oder so. Okay, anscheinend drückst du es nochmal nach links. Ich bin verwirrt, lassen wir das. So, und das drehen wir jetzt bitte wieder zurück zur anderen Seite. Joker. Und jetzt sollten wir nämlich durchkommen. Wenn meine Berechnung richtig ist. Ja, scheinbar schon. Sehr schön. Ja, war nicht allzu schwer, aber hey. Die meisten Rätsel im Spiel sind nicht allzu schwer. Wenn dann, weil ich ja die Zahlen nicht aus dem Kopf kann oder so. Das ist dann das einzige Schwere daran. Okay, wieder mal ein kleiner Abschnitt weiter unten. Oh mein Gott, oh Gott. Danke. Okay, das ist dann aber, glaube ich, auch der letzte, oder? Warte mal. Ganz viele Räume, ja, ich weiß, ja, noch einer. Noch einer. So, ja, es müsste der letzte Raum sein. Gut. Dann machen wir den mal. Da ist ein Hund, ich sehe schon. Hund, dreh dich bitte wieder um. Danke. Ich lauf mal kurz an dir vorbei, da ist ein Gegner, ich sehe schon. Dreh dich wieder um. Okay, hau dich drauf. Sehr schön. Gut, der Kampf lief jetzt nicht allzu gut, wie man vielleicht sieht, aber naja, es ging. War jetzt nicht so schlimm. Aber hätte schöner sein können. Ja, wir haben ganz viele Lockpicks, ich weiß, also setzen wir doch mal einen ein. Und mal sehen, was wir hier bekommen. Schönes, hoffentlich schönes. Okay, ein Accessoire noch. Ich guck mir die nie an, ich weiß, ich habe nie so viel Interesse an Accessoires, weil ich irgendwie nie weiß, welche ich davon nehmen soll, weil. Keine Ahnung, ich mag die alle nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Aber. Ja, ich muss mir das eigentlich mal in Ruhe angucken, weil da gibt es halt so viel Scheiße. Das hatte ich, glaube ich, gerade bekommen. Ist gar nicht so scheiße eigentlich. Nehme ich aber mal, weil warum nicht? 10% sind echt nicht so wenig. Okay, kommt noch darauf an, ob wir jetzt physische Angriffe haben, die uns treffen, aber. Naja. Hund, geh weg. Danke. Hast du mich erschrocken? Gut drauf da. Wollen nicht unterlevelt sein, nicht wahr? Gut, und weiter geht's. Bisher haben wir noch nichts gefunden und was. Oh Gott, eine Kamera. Ja, ich weiß, ich kann alle Kameras haben mittlerweile, aber. Stört mich halt auch echt nicht so sehr, wie ich schon gesagt habe. So, hier kann ich aber mal dran vorbeilaufen, kann ich nicht. Okay, die gehen an und aus, nicht wahr? Ja, scheint so. Gut, geh mal wieder aus, bitte. Bitte, danke. Und jetzt drauf da sofort. Ach Gott, leck mich doch am Arsch, ich hasse dich. Einfach dran vorbei und drauf da! Das ist doch scheiße. Das war echt scheiße. Und weiter geht's. Was ist das denn da? Kann ich da die Kameras ausschalten? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Ich meine, eigentlich habe ich eh nicht vor, da nochmal lang zu laufen, weil wahrscheinlich können wir, sobald wir am Ende sind, eh wieder Schnellreise zurück machen, aber trotzdem, so für den Fall der Fälle, weiß ich auch nicht, was für Fälle, aber hey, irgendwelche Fälle gibt es immer. Wasserfälle. Oh, tut mir leid. Nein, nein, ich höre schon auf. Ich höre schon auf, mir fällt nichts mehr ein. Deswegen höre ich auf. Nicht, weil ich den Witz jetzt schlecht fand. Ich fand den Witz super. Natürlich. Ich liebe meine Wortwitze. Die sind alle toll und einfallsreich und kreativ und gefallen euch doch auch, oder? Also, naja. Lag nur daran, dass mir nichts eingefallen ist. Bestimmt nur daran. Nicht, dass ich eingesehen habe, dass der Witz scheiße war. Und alle meine Witze scheiße sind. Nein. Gut. War nicht allzu schwer. Aber ich sehe schon, wir können uns hier schön durch dieses lagerhausartige Gebiet kämpfen gerade. Oh Gott. Okay, da ist auch schon der nächste. Und ein Hund auch noch. Egal. Ignorieren wir den Hund. Der sieht uns eh nicht, solange wir in Deckung sind halbwegs. Zwei von denen. Holy shit. Ich habe immer noch keine Ahnung, wogegen die anfällig sind übrigens. Ja, so gar nicht. Holy shit, Mann. Da kann ich mit irgendwas krasses jetzt aussetzen, aber. Also gegen das waren sie eh nicht anfällig und das will ich auch nicht einsetzen, weil deine SP schon relativ leer sind, vergleichsweise. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal das machen. Macht immer ein bisschen Schaden oder es trifft einfach nicht. Fantastisch. Gegen eins waren sie auch nicht anfällig, ne? Ich glaube nicht. Das ist alles blöd, alles blöd. Gut, machen wir das mal. Und trifft ihn schon wieder nicht. Warum trifft es sich alles nicht? Was ist los mit dir? Alter. Boah, ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich einsetzen könnte, was so spannend ist. Oder ob sich davon überhaupt irgendwas lohnen würde. Ja, das ist halt jetzt so ein Glücksspiel. Ich will das jetzt nicht unbedingt ausprobieren eigentlich. Und AOE an Feuergedöns habe ich eh nicht, ne? Nee. Oh, es ist halt komplett das Glücksspiel. Ich muss trotzdem gerade mal. Ich möchte dir wechseln eigentlich. Darf ich nicht? Achso, ich bin noch hier drin. Achso, ja. Alles gut. So, drauf da. Bitte. Ja, tatsächlich ist eine Schwäche. Come,
Ja, keine Ahnung, irgendwie hat das schon Sinn ergeben. Ich war gerade auch der Meinung, dass es Sinn ergeben würde, weil die sehen schon so aus wie Leute, die man in die Psychiatrie einweisen würde. Von der Kleidung her jetzt meine ich, im Sinne von, dass sie eigentlich schon eingewiesen sind. Und, ne, deswegen. Das war meine Argumentation jetzt gerade, okay? Dass sie Leute in Zwangsjacken sind. Danke, kann ich mit euch reden wenigstens? Obwohl, nein, ihr seid irgendwie Level 29, hab ich gerade gesehen, ne? Dann greift die an, dann greift die an. Weil Level 29 und ich bin jetzt Level 28. Deswegen lebst du immer noch. Ich hasse dich auch. Naja, schade. Aber wenn die Level 29 Blut euch nochmal sehe, dann nehmt ihr euch mit. Okay? Und ich zwänge euch ja auch nicht in noch engere Zwangsjacken. Versprochen. Oh Mann. Das weiß ich doch, oder? Ich bin gerade nicht sicher, ob das das richtige Wort überhaupt dafür ist. Aber Wortschatz ist wie gesagt irgendwann check, ist egal. Yay, ein Level Up für dich, immerhin. Und was ist das für ein neuer Skill, den ich nicht brauche? Ob der verwirrt oder so, ne? Ja, Brainwash. Okay, naja. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Okay. Durch die Lagerhalle, aus Geldscheinen bestehend. Wo ist denn hier ein Gegner? Ich bin gerade verwirrt. Vielleicht ist der Hund, ne? Ja, du bist kein Hund. Du bist kein Hund. Aber was soll's, ich ignoriere euch jetzt an. Da oben ist der Tod, das habe ich gesehen. Ganz genau habe ich das gesehen. Wie komme ich da hoch, ist die Frage. Komme ich hier überhaupt? Hier komme ich hoch, oder? Die Frage ist, bringt mir das was? Nee, aber da komme ich hoch. Vielleicht bringt mir da schon eher was. Yep, scheint so. Ein kleines Jump'n'Run-Puzzle. In Anführungszeichen Puzzle, in sehr, sehr großen Anführungszeichen. Und ich habe schon was gefunden. Gold-Tainted Armor. Ist die gut? Ist die schlecht? Ist die mittelmäßig? Ich werde es herausfinden. Die ist scheiße. Ist richtig scheiße. Oh, man findet hier so viel Bullshit oft, ne? Ich weiß aber nicht warum. Naja, keine Ahnung. Soll mich jetzt aber nicht stören. Was man hat, hat man. Vielleicht kann man es sogar verkaufen. Halt gut, was weiß ich. Okay, ja, er ist zu, ich weiß, danke. Hallo? Seid ihr aus oder seid ihr an? Ihr seid aus gewesen. Jetzt nicht mehr. So, aus. Ja, auch aus. Ist das dein Ernst? Was soll der? Okay, ich renne jetzt einfach da durch, leck mich doch am Arsch. Kameras, aus bitte. Ich will hier nicht gefilmt werden, Mann. Vor allem, eigentlich ist das voll random. Warum filmen die mich und machen einfach nur kurz den Alarm höher, aber ignorieren das dann trotzdem. Ich verstehe das nicht. Das ganze System dahinter, mit diesen Prozentzahlen. Weil wahrscheinlich muss es auch nicht so viel Sinn ergeben, aber trotzdem verwirrt es mich. So, aus, danke. Und nochmal aus. So richtig aus, für immer aus. Und ja, da ist das erste große goldene Schweinchen. Was gibt's hier für Zahlen? L gleich U plus G und D gleich G. Das muss man auch rechnen können, Alter. Ja, echt jetzt. Das ist nur Plusrechnen. Danke, das hab sogar ich bemerkt. Und noch ein komischer Kristall, den wir angreifen können. Sehr schön, mache ich. So, hau drauf mit. Weiß ich auch nicht, was. Das da. Hau einfach drauf. Einfach so viel Schaden wie möglich. Ja, ich schalte das mal eben raus. Ist eh nur derselbe Kampf wie immer. Okay, und wieder zurück. Ich denke mal, mindestens ein Sparschwein müssen wir noch finden. Wobei, wir brauchen sowieso noch das Halbe, wo wir den Code eingeben können. Okay, der ist ja ganz unten links. Ich sehe schon auf der Karte. Das sieht man immer relativ gut. Warum ist es halt grün? Ich weiß nicht, aber ist mir auch gerade relativ egal. Aber wahrscheinlich, weil die nicht ausgeht, oder? Ja, keine Ahnung. Aber jetzt gehen sie aus. Jetzt gehen sie alle schön aus. Wie gesagt, ich werde eh nie wieder lang gehen. Aber ich mache sie trotzdem aus Prinzip aus, einfach weil es geht, okay? Und das ist ein Hund. Ich hab's gesehen, danke, komm her. Komm her, mein Kleiner. Und tot bist du. Also gleich jedenfalls. Gut, und weiter. Soweit ist es doch eh nicht mehr, oder? Obwohl das zu. Das müssen wir eh wahrscheinlich erstmal links abbiegen und da irgendwas aktivieren, um das zu öffnen. Ja, ich verstehe das System schon. Okay, wieder ein roter Gegner, aber wahrscheinlich, wie gesagt, wieder nichts Interessantes dabei. Was ich sehr schade finde, wie gesagt. Naja, was soll man machen? Ja, yep, mal wieder nichts Besonderes. Aber hey, man waren diesmal zwei verschiedene Gegnertypen. So zur Abwechslung. Hier kann ich mal wieder ein paar Kameras ausschalten. Ist mal sogar nötig, weil ich wieder zurücklaufen muss gleich ein bisschen. Aber hauptsächlich bin ich nicht deswegen hier wahrscheinlich, sondern deswegen vielleicht. Yep. O plus H gleich 10. Jetzt beschwerst du dich jetzt über die Rechnung oder was? Gerade hast du noch zu Penta gesagt, dass, naja, das voll einfach ist und so. Was soll's? Was will ich da? Frage ich mich gerade. Ich bin noch nicht fertig hier. Oder für das beides? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich will hier noch nicht hin.
muss darüber noch. Was soll der Scheiß? Obwohl, warte mal. Hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss hier doch rein. Wie komme ich da rein? Ist die Frage. Sag mir nicht, ich muss durch den Lüftungsschacht da rein. Ich glaube schon, ne? Okay, wie komme ich da hin? Ist die Frage. Wo führt denn der hin? Der führt nach da oben irgendwo. Wo kann der denn überhaupt? Das überfordert mich jetzt schon so ein bisschen, ne? Aber anscheinend ist da das Teil zum Öffnen, oder? Aha, okay. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Hoffe ich. Ist das klug? Ist das dumm? Ich bin mir so sicher hier. Ich bin mir echt nicht so sicher hier. Komm ich hoch? Hier komme ich hoch. Bringt mir gar nichts. So rein gar nichts. Ah, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Runter bitte. Danke. Ich renne mal hier vorbei. Ich hoffe, mich sieht niemand. Nö. Komme ich hier irgendwo hoch? Würde mir das irgendwo irgendwas bringen? Da will ich hin. Okay, ja. Warte mal. Ist das auf dem Boden? Das ist gar nicht in der Luft. Dann... was? Doch? Hä? Ich bin überfordert. Ich muss da hoch. Ich muss da irgendwie hoch. Da ist auf jeden Fall auch eine Brücke dafür extra. Also wird das ja irgendeinen Sinn haben, denke ich jetzt einfach mal. So ganz spontan denke ich das. Aber... dafür muss ich erstmal hinkommen. Obwohl, ich weiß, glaube ich, wie. Ich weiß, glaube ich, wie ich tatsächlich... Oder? Oder nicht? Oder doch nicht? Doch. Ja, okay. Ich war ein bisschen blöd gerade, aber ich habe es jetzt gelöst. Das schwere, sehr anspruchsvolle Rätsel. Eigentlich nicht, aber ja, ich war verwirrt, okay? Gut, dann klettern wir mal hier schön runter. Hat wieder mal länger gebraucht, als es sollte, aber Intelligenz ist natürlich nicht meine Stärke. So, hi. Gold, okay. Kriechen. Wir müssen nur mal wieder die Hinweise angucken, die wir so haben. Gold kann ich mir gut merken, immerhin. So, G haben wir noch nicht. Also haben wir natürlich, aber hier. G ist gleich P und P ist gleich 1. Also 1. Dann ein O. Hallo? Oh, warte mal. Kann es sein, dass wir das rückwärts ausrechnen müssen? Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das müssen wir rückwärts ausrechnen. Okay, was ist H? H ist 2, das heißt, O ist 8, ne? Ja, O ist 8. Also, ach, scheiße, was war das erste nochmal? 1, 1, 8. Okay, 1, 8 kann ich mir merken. Dann ein L. L ist gleich U plus G. Mhm. G ist gleich 1. Und, ja, warte mal, was war das? Scheiße, ich habe das ja nicht zu merken auf einmal. Was? Hä? L ist gleich U plus G. Warum komme ich auf... Ja, doch. U ist A. 3. 3 plus 1 und 4. Ja. 1, 8, 4. 1, 8, 4, glaube ich. Ja, 1, 8, 4. Gut. Was ist das letzte? D. D. D, 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 D. D ist gleich G. Mhm, G ist gleich P. Das ist 1. 1, 8, 4, 1. Hoffe ich. Ich bin mir gerade echt unsicher. So. 1, 8, 4, 1. Ja, wenn ich es falsch ist, ist ja nicht so schlimm eigentlich, glaube ich. Aber ja, war richtig. Sehr schön. Ah, das wurde jetzt echt anspruchsvoll. Das ist aber, glaube ich, auch das letzte gewesen. Das ist anspruchsvoll, ne? Das dauert halt ein bisschen. Man muss ja alles merken. Aber man kann es natürlich auch einfach aufschreiben. Das wäre viel einfacher, aber dafür bin ich viel zu faul, ganz ehrlich. Oh yeah, we got it right again. This gold chain. Again. This is the fruit of all of my hard labor. What was that? He thinks robbing people is something to celebrate? That guy needs to get his brain checked. With this much, I will be invincible, omnipotent. I've changed. I'm no longer this person I used to be. The person he used to be? What could have happened to make him so distorted? I don't know, but no matter what kind of past he had, his actions are unforgivable. You're right. That's right. Now, if my deductions are accurate, that should have been the final mechanism. Alright then, let's head back and check out the vault. We know where it is, so going back should be easy. What do you think, Joker? Yep, sehr schön.
gehen wir direkt hin. Endlich durch dieses große Gedöns hier durch mit den ganzen kleinen Rätseln. Hey, this is an elevator, yeah? So way down really did show up. You're like some kind of prophet queen. It's mostly thanks to the notebook. He wouldn't be here if it weren't for Dad. More importantly, did you hear all those things Shadow Kaneshiro was saying? Oh yeah, I was wondering about Dad. Didn't he seem kinda insecure or something? Exactly. He kept bringing up how rich and powerful he wants to be. So if he's insecure about that shit, he thinks he's really just some poor weakling, huh? Maybe by thinking he was going to be a strong, wealthy man, he convinced himself it was true. No. I wonder... Well, we will discover the truth for ourselves when we change his heart. Let us hurry, Joker. Oh yeah. Was mich tatsächlich momentan relativ stark interessiert, ist, dass wir ja auch bald am Ende des alten Embargos sind, was ja mittlerweile aufgehoben wurde. Aber man durfte ja früher nur bis zum siebten spielen, glaube ich. Und halt bis zum Ende des dritten Dungeons. Und das bedeutet, dass wir bald an der Stelle sind, die man früher nicht mehr zeigen durfte. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, heißt das, dass ab da irgendwas Krasses passiert? Irgendein krasser Twist? Vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, okay. Okay, found it. It's right here. I don't see anything. From here on, we're gonna need this calling card thing. I see. Calling card? I see. Making the target believe that the treasure is in danger will cause it to materialize. That's quite a bold trick. Seriously? Huh? She understood? Joker, we'll defer to you regarding its timing. Okay, guys, let's get ready for the haste. Natürlich. Keine Sorge. Yes! Ich bin sowas von bereit. Ich würde sagen, wir machen das einfach sofort, oder? Ja, ja, alles gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück in die reale Welt und dann senden wir die Calling Card. When are we going to send the Calling Card? We should hurry it up. I have to agree, the earlier the better in my book. There's no assurance he will keep his promise after all. What are your thoughts on the matter, Makoto? Honestly, I can't wait to send it. I want to put an end to his nasty crimes as soon as possible. I agree. Damn, I gotta step up my game, you guys are super passionate. We'll be ready to go whenever you are. Ich würde sagen, ich bin schon bereit. Also gute Nacht, morgen geht's los. It's so hot and humid. Oh, warum hast du das gesagt? Hör auf, das zu sagen, während das da steht. Das verwirrt mich nur. Dann denke ich, ich muss nicht vorlesen und das habe ich echt nicht vorgelesen. Fuck. By the way, June's almost over. We know where the treasure is now. What do you want to do? Should we send the calling card today? Ich habe darüber nachgedacht. Nö. Machen wir morgen, weil heute ist Thursday und das heißt, wir können nochmal ins Bad gehen und da gut Charme mitnehmen. So. Das heißt, wir machen es morgen. Tut mir leid. Ich weiß, ich ziehe das alles in Länge, aber ist mir egal. Ich brauche diese Punkte. Ich brauche Charme, weil ich das für die Person, deren Herz ich erobern möchte, was ich zumindest geplant habe. Charme erstmal auf 3 jetzt brauche, um mit ihr demnächst mal irgendwas anzufangen. Überhaupt, also auf Stufe 1 mal zu kommen. Deswegen, ja. Ja, ich habe Zeit. Wir haben 9 Tage Zeit. Ich gehe jetzt sofort zum Bad und wir sehen uns wahrscheinlich einfach morgen wieder, okay? Fantastisch. Man, it'd be real bad if that photo got out. Why are you bringing that up now? I don't know, I mean, it's not like we did anything bad. We were just in the wrong place at the wrong time. Yeah, that's the problem. So you think people wouldn't understand even if we try to explain what went down? Huh, I think that would be tough. I agree. I doubt anyone would even listen to what we have to say. If that photo got out, people would treat every word out of our mouths as nothing but a joke. But if that truly came to pass, it would be no joking matter. Guess we just gotta change his heart after all, huh? Haben wir sowieso vor. By the way, you know that dirty gear we found in the palace? Maybe we can use it if we clean it up. I think there wasn't laundromat by the public bath. We should be able to wash it there, right? Aha. Das heißt, die ganze beschissene Ausrüstung, die ich immer finde. Fuck, ich kann die Steuerung nicht. Items. Muss irgendwo hier sein, oder? Ist es hier? Das will ich gar nicht runter, aber das so. Okay, dann nicht. Ja, jedenfalls die ganze beschissene Ausrüstung hier so. Kann ich wahrscheinlich einfach waschen. Boah, da steht ja sogar dabei.
Ja gut, vielleicht ist es dann besser als jetzt gerade. Ja. Dann gehen wir da jetzt hin. Ich war jetzt gerade noch nicht da, weil... Also ich war da, aber dann hat er mir gesagt, ja, das geht nur abends. Und dann war ich halt noch kurz lernen. Naja. Warte mal, hier oder wo? Ich hoffe, das verbraucht keine Zeit. Wer? Das verbraucht Zeit. Oh, warte mal, verbraucht das Zeit? Ich will es halt jetzt echt wissen. Static equipment we found, bla bla. Up to 4 items can be washed in a cycle. What item you receive is up to luck. Be sure to use the on rod when you find dirty equipment. Ja, verbraucht es jetzt Zeit oder nicht, ist die Frage. Ich will wissen, ob es Zeit verbraucht. Das Einzige, was mich gerade interessiert. Weil wenn es Zeit verbraucht, will ich es gerade nicht machen. Und deswegen mache ich es jetzt auch nicht, weil ich es mir viel zu riskant gerade. Habe ich keinen Bock drauf. So eine Scheiße. Warum sagst du mir keine Informationen, Mann? So, ich geh jetzt. Baden. Wir machen das mal anders mit der Ausrüstung. I skipped breakfast, so now I'm hungry. I want something filling, but with summer coming up, I'm worried about having too many calories. Why don't we get tea? The diner in Shibuya serves fruit tea. It smells good. It's great for your skin and totally increases your charm. Das ist gut zu wissen. Ich mag Charm. Charm will ich haben. Fruity? What a cute name. Sounds yummy. Being stylish starts from the inside out, after all. Guess I'll try some. Und ich auch. Weil ich brauche das. Ja. Gehen wir unbedingt irgendwann hin demnächst. Aber nicht heute, weil wir müssen jetzt, ne, erstmal krasses Zeug mit dem Ende des Palastes machen und so. Aber danach haben wir wieder ein paar Tage Freizeit und dann machen wir das, okay? Fantastisch. Might be a good idea to boost your charm by drinking. Ja, machen wir. Demnächst mal jedenfalls. Denn wie gesagt, kann auf keinen Fall schaden und ich hab's momentan nötig. Well, open your textbooks. Today we'll be talking about Records of the Three Kingdoms. A variety of heroes battling for dominance. Truly an epic time. Charismatic rulers and warlords with the command of 1,000 men may have their own appeal. But personally, I think that the strategists who support them can't be ignored. Now the raccoon. In the book, Zhuge Liang of Shu is famous for his exploits during the Battle of Red Cliffs. But do you know what Chinese dish Zhuge Liang is credited for inventing? Nein. Ich weiß nicht mal, was das alles ist. Außer das vielleicht, aber das wird wohl falsch sein. Ja. Ich würde sagen, eins von den beiden. Also, Ene, Mister. Und so. Ich mag Kekse. Very good. That's right! The answer is Bowsy. At the time, one region would use a person's head as an offering to quell an overflowing river. But Zhuge Liang made a Bowsy in the shape of a head as a substitute. Oh yeah, ich bin so klug und ich mag Kekse. Sehr gerne. Und Rank Up! Fantastisch! Das heißt, die nächsten Klausuren können ruhig kommen. Ich bin bereit. Sowas von bereit. These days you can find Bowsy with cute faces on them. If you think about the origin, it's not too off the mark. Yep. I never knew strategists came up with cooking and not just strategies. Makoto is our strategist. Wanna see what she can cook up? Jetzt schon. Oh ja. Ich meine, ich mag eigentlich kein Essen. Es ist anstrengend, aber wenn für mich gekocht wird, gerne. Aber nur, wenn es extra für mich ist. Ja, nicht für eine Gruppe. Das ist nicht okay. Das ist nicht dasselbe. So, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall die Calling Card senden. Also, ja, ich bin sowas von bereit. So, wir treffen uns. Ich bin bereit für die Calling Card und ihr seid bereit für die Calling Card. Wir sind alle bereit für die Calling Card, nicht wahr? Ich hoffe es jedenfalls mal. What's the matter? All that's left is a calling card, right? We should send it out at once. No. I would agree, but it will not be an easy task this time. Die andere Mal schon, oder was? Yeah, nobody actually knows him. Yep. There's no goddamn... There's so goddamn much I want to write on the calling card, too. Ja, ich hoffe mal nicht, dass du sie wieder schreibst. Das ist bis jetzt eine gute Idee gewesen. I guess we should send out the calling card. Yep, das sollten wir. Aber wer schreibt sie? Und was schreibt ihr drauf? Now the question is, how do we deliver the calling card to him? Yeah, we don't know where he lives. Hm? Why not use the same method as before? It sounds like Makoto has an idea in mind. Naja, wir gehen halt wieder auf die Straße und treffen komische Leute, die uns ansprechen und so. Vielleicht, keine Ahnung,
Ist das eine gute Idee? Ist das eine dumme Idee? Ich weiß es nicht. Oh, wir senden noch keine Calling Card anscheinend. So, what ended up happening with the Calling Card? Makoto took Ryuji with her. She specifically mentioned that he would be fine, we have nothing to worry about. I wonder what she plans on doing with him. Has anyone heard anything from either of them? Nothing at all. I see. I'm sure he'd be fine if Makoto's there with him. I'd definitely be worried if Ryuji was going alone, though. You have a point. Naja, ich will ja nicht sagen, aber das letzte Mal, als Makoto irgendwas Sinnvolles machen wollte, ging das auch nicht so gut aus. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass Makoto doof ist, ne? Sie ist natürlich sehr gebildet und so, aber... kritisch alles. I suppose we will find out tomorrow either way. For now, we should get some rest. Yep, see ya. We're finally going to strike tomorrow. Let's get some sleep so we can be in tip-top shape. Und yep, ich bin sowas von bereit für den morgigen Tag. Morgen kommt der krasse Bosskampf des dritten Palasts. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich bin bereit. Und mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Naja, lasst einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.